Ja, wunderschönen guten Abend, liebe Community, liebe Freunde der Wissenschaften, der Sportmedizin, des Profifußball oder allgemein der Lebensqualität, der Gesundheit, Fitness und Sportmedizin. Ich bin müde, sehr müde. Mich immer wieder wehren zu müssen gegen ja, haltlose Weltuntergangsverschwörungstheorien, sei es jetzt im aktuellen Fall Corona oder vorher Verletzungspech und verletzungsanfällige Spieler. Und im Grunde genommen ist es so, dass schaue ich jetzt gerade wieder Sky Sport 1, dass ja, das, was uns die Wissenschaft erklärt, also das, was man lernt auf der Sporthochschule Köln oder das, was verbreitet wird in wissenschaftlichen Foren oder an Studien verbreitet wird oder das, was die Bundesregierung verbreitet oder das RKI oder die WHO, dass es im Grunde genommen mit Wissenschaft oder wissenschaftlichen Studien oder mit Zahlen nichts zu tun hat. Im Gegenteil, das ist das Gegenteil von der Realität. Aber gut. Das ist halt so, dass in der Gesellschaft allgemein man das, was die Leute, die da oben sind, akzeptiert. Man kennt es von den Videos auf Instagram, YouTube, Facebook, von Bayern München, von Milan, von Liverpool, von Real Madrid und da denken die Leute, das wäre höchstes Niveau. Das ist so wie wenn das RKI irgendwas postet oder das Gesundheitsministerium oder irgendwie andere Institutionen wie die WHO. Und ja, man akzeptiert es halt als höchstes Niveau und als die Wissenschaft. Nur die Problematik ist, dass wenn man sich die realen Zahlen, also die Evidenzen und die echten Zahlen anschaut, dann ist es so, dass man sieht, dass diese Leute zu 90% lügen, dass zu 90% das, was da behauptet wird, falsch ist, dass keine Evidenzen dafür gibt. Na, sei es jetzt Impfstoffe, sei es jetzt Laktate, sei es jetzt Philosophien über Ausdauer und Ernährung und so weiter und aber die Leute glauben das halt eben und ja, sehen das als die Wahrheit schlechthin an. Und wenn dann Leute so wie ich kommen, oder gab es ja schon früher in der Geschichte Kopernikus und Einstein, Galileo Galilei und so weiter, ja, ne, die Erde ist nicht rund, ist die Erde ist keine Scheibe, die ist rund und so. Ne, und dann, das waren Verschwörungstheoretiker und Querdenker und es stimmt ja alles gar nicht, völlig haltlos und so weiter. Und aber ist so. Und wenn man die Zahlen sieht, Liverpool, Bayern München, Dortmund, Schalke und so weiter, wie viele Verletzte die haben, wie viele Spieler aus der Reha kommen wieder verletzt sind und so weiter. Und dann, ja, dann sieht man das halt, ja. Wie ich immer sage, nur die Zahlen zählen, dass einiges im Argen ist, wenn man dann die Statistiken vergleicht, ne? Dass meine Mannschaft in Afrika bei irgendwie 35 Grad alle 2 Tage Spiel auf Kunstrasen, irgendwie 0 Verletzte, ja, und höhere Durchschnittsgeschwindigkeit, mehr Sprints und mehr Zweikämpfe gewinnen als Bayern München oder Real Madrid oder Liverpool, dann 0 Verletzte und die haben alle irgendwie 10, 11, 12 Verletzte, dann ja, dann wird es schwierig zu erklären mit Millionen, Milliarden Stars unter Top-Bedingungen zu erklären, warum das so ist. Das kann man dann mit Verletzungspech
oder verletzungsanfälligen Spielern entschuldigen, aber ist natürlich nicht die Realität und ist wie mit Corona jenseits von dem, was der Tatsache entspricht. Die meisten Verletzten entstehen aufgrund von Behandlungsfehlern, Fehlmedikation. So ist es auch beim Corona. Ja, die schweren Verläufe und die Toten entstehen zu über 85% aufgrund von Fehlmedikation und Fehlbehandlung und und falsche Trainingssteuerung insbesondere. Und wer halt das Gegenteil behauptet oder dokumentiert, so wie ich, der ist halt Verschwörungstheoretiker und dann ist es halt eben so, dann gehöre ich halt eben dazu, zu den Verschwörungstheoretikern. Aber wichtig ist, dass ich bessere Zahlen habe, denn nur Zahlen zählen im Profifußball.